Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zurück zu Trine 2 und die nächsten zwei, vielleicht drei Folgen, ich weiß es nicht, werden eine Nachvertonung, ich denke mal auf zwei Folgen werde ich das schon schneiden, weil ich versehentlich eine Audiodatei überschrieben habe und habe vergessen, dass ich das noch gar nicht fertig habe, die Videos. Also egal, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind hier bei dem Rätsel immer noch und jetzt ist die Frage, wir müssen da hoch, genau, diesen Abgrund da überwinden da oben und das mit Hilfe der beiden Portale. Und da versuche ich mein Glück. Achso, ja, mit Hilfe des Dampfs, genau. So, was noch? Ich muss mich erstmal wieder dran erinnern, die Aufnahme ist schon vom 2.2. gewesen und jetzt ist das nochmal wieder nachzusinieren. Ist gar nicht so einfach. Dabei habe ich schon die nachfolgenden Folgen fertig, weil ich ein bisschen hinterhergehangen habe. Aber ist egal, ich brauche das ja nicht großartig zu erklären. Hauptsache, es kommt eine Folge. So, genau. Vorsichtshalber da oben die Spitzen absichern. Und dann ist die Frage, ob Soja sich da so rüberhangeln kann. An den Kisten. Kann sie. Na prima. Genau, daran kann ich mich noch erinnern. Und ja, Schapitte. Ja, der Ansatz ist schon gedacht, aber an der Umsetzung hapert es anscheinend noch ein bisschen. Wenn man da so selber drauf guckt, dann kommt man auch vielleicht eher darauf, wie man es lösen kann. Aber ich glaube, ich mache jetzt hier diese pragmatische Lösung. Zack. Ist wahrscheinlich nicht so gedacht gewesen, aber egal. So. Oh, 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 oh. Ja, ja, ja. An die Stelle entsinne ich mich auch. Wobei ich wieder sagen muss, ich liebe diese, ach, ich nenne sie Bühnenbilder, die man da lösen muss, weil ich finde das cool. So durchdacht und von der Grafik, von den Farben her wunderschön. Ich liebe dieses Spiel einfach, echt cool. Wobei, da muss ich nochmal Peterbus danken, weil der mich dazu gebracht hat, zu tryen. Gut. Nichtsdestotrotz muss ich das lösen und das Ding geht natürlich sau schwer jetzt. Aber mit ein bisschen Trick funzt es und wir kriegen das auch hin. Prima. Ja, das sieht so aus, wenn man da noch hin könnte, aber das ist nun mal ein Side-Scroller, da kann man nicht in den Hintergrund. Ach, schön. Eine wunderschöne Grafik, die Farben sind toll. Die Musik ist prima. Ein schönes, chilliges Spiel, kann ich einfach nur noch mal sagen. So, da unten geht es ja noch auch noch irgendwie weiter, ne? Und da oben ist auch noch was. Jetzt ist die Frage. Ah, ja. Spitze. Okay. Ah. Ich wollte gerade sagen, schwenk auf Pontius zurück. Oh, 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 oh. Oh nein. Ja gut, da vorne können wir uns ja alle wiederholen. Und ein bisschen was kann Soja ja auch. Die ist auch irgendwie mein Lieblingscharakter. Ich mag das mit dem Pfeil und Bogen. Ich bin sonst normalerweise kein Typ, der in solchen oder überhaupt in Spielen Pfeil und Bogen bevorzugt. Aber in dem Fall macht das Spaß. Vorsichtig gucken. Da ist noch einer, ich wollte gerade sagen. Ja, da ist der Frostschild einfach super, weil er die so herrlich verlangsamt. Jetzt ist die Frage, was ist da oben? Und wie komme ich da hoch? Da ist ja noch einer. Cool, das Schöne ist, dass die Bogenschützen nach einem Eisfall schon kaputt gehen. Da oben ist auch noch was, sehe ich gerade. Habe ich mir das geholt? Und da oben geht es regulär weiter, da oben rechts.
oder? Ups, das war wohl ein Versehen, dass ich da rausgeklickt habe. Das kann man zerstören und da oben scheint es dann auch weiter zu gehen, ne? Ja, genau. Also müssen wir natürlich, ne, wir wollen den Loot ja nicht liegen lassen. Aber anscheinend schon, verstehe ich denn da jetzt und überlege. Na, runter mit dir. Los, Lissy, runter. Wie kommt man da oben hin? Und unten ist auch noch was. Holen wir uns erstmal das. Aber da geht's nicht durch. Ah, die Stelle, genau. So, dann kommt Soja jetzt wieder dran. Und schwupps, hängen wir da. Mhm, schick. Das heißt... Das heißt, ich werde wohl springen müssen, ne? Nützt ja nichts. So, und dann holen wir uns eben noch die Sachen. Das war aber jetzt nur ein Punkt, ne? Aber das da hinten ist eine größere Kugel. Die will ich natürlich haben. Das waren 5 Punkte. Naja, immerhin. 5 Punkte haben oder nicht haben. Jetzt ist nur die große Frage, wie kommen wir wieder zurück? Oh oh. Ja. Hey, das war ja sogar mal geschickt. Donnerwetter. Ich bin von mir selber beeindruckt. Wäre da oben nicht noch mehr gewesen? Ich weiß nicht, wahrscheinlich überlege ich jetzt auch gerade, ob ich da oben irgendwie rankomme oder ob ich es liegen lassen soll, aber ich glaube, ja, wir laufen weiter. Es hätte sein können, dass da tatsächlich noch mehr ist, aber vielleicht auch nicht. Ja, das ist doch mal ein Leuchter. Also ich liebe diese Szenen, die sind so cool gestaltet. So, der Vordergrund, der Hintergrund, alles liebevoll gemacht. Man hat das Gefühl, alles hat eine Funktion. Und die Kiste nehmen wir natürlich mit. Ein Sammlergedicht. Und wir haben eine Errungenschaft, Geheimnisse des versteinerten Baums, freigeschaltet. Ja. Ach, da hat das nicht funktioniert, ne? Mit da sofort hinzuwechseln. Zum... Sammlergedicht. Nein, geh mal wieder zurück. Genau. Sommer Escape. Und nein. Ja, ist richtig. Machst du gut, Lissy. Okay, der versteinerte Baum. Meine Schwester besonders. Ist nett und so fein. Morgen wird gefeiert. Auch ich werde neu. Das scheint nicht die Geschichte von 2 Brüdern zu sein, sondern von 2 Schwestern. Na, kommt sie da hoch? Ja, tut sie. Das war sogar mal richtig geschickt. Aber ich nenne es Glückstreffer. Aber das sieht so toll aus. Ich finde das echt klasse. Aber mehr gab es da nicht zu holen. Und das sieht schon wieder... Ja, genau. Du hast recht, es sieht nach Spinnen aus. Ja, das dauert ein bisschen länger. Ja, besser ist. Aber so spinnig, wie das da aussieht, wird das auch nicht die letzte gewesen sein. Und da kommen wir wieder auf das. Ich weiß, Spinnen sind tolle, nützliche Tiere. Aber... Ich gehöre halt zu den Menschen, die sagen, nee, danke. Möchte ich nicht zum Haustier haben. Oh, wir haben ein L freigeschaltet. Könnte ein L sein. Oder ein Tritt in den Arsch. Ja, man könnte das jetzt psychologisch deuten, ne? Was ich da drin sehe, aber egal. Das wird wohl nicht funktionieren. Behaupte ich jetzt mal.
Aber man muss es ja erstmal austesten. Genau, das ist frei beweglich. Man müsste es also, um das als Tritt zu benutzen. Ja, mit der wohl eher nicht. Genau. Blockieren. Du hast es erfasst. Und jetzt können wir da hoch. Und jetzt ist die Frage, wie funktioniert die beiden rechten? Die gehen immer zusammen runter. Das muss man natürlich ein bisschen timen, sonst kommen wir da nicht hoch. Ja, das geht doch nicht. Auch von der Kiste geht das runter. Achso, ich will den einen Punkt da oben haben, ja. Was denn auch sonst? Was tut man nicht alles für einen Punkt? Ja, oh, 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 oh. Eine Spinne. Und dann noch schlecht getimt. Das klappt wohl nicht, meine Liebe. Da werde ich, glaube ich, schon ein bisschen fahriger. Weil die Aufnahmesession war ja schon ein bisschen länger. Aber wie gesagt, bis zu gewissen... und da habe ich einen Cut gemacht. Warum? Keine Ahnung. Eine Unterbrechung. Die schneide ich jetzt aber auch nicht raus. Wir wollen ja jetzt wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, daran hatte ich jetzt ein bisschen zu knabbern. Und an dem Rätsel, das danach kommt, auch. Wobei, das ist kein Rätsel, das ist eine Sache von Timing. Man muss halt gucken, dass man nicht zu spät abspringt. So wie ich es gerade getan habe. Ja, das funzt nicht, Süße. Okay. Und nein, du musst das timen, Lissy. Timing ist alles. So, genau. Das sah schon mal nicht schlecht aus. Und sie hat es geschafft. Hervorragend. Da kann man sonst nichts machen. Ich glaube, dafür habe ich ein bisschen gebraucht, um darüber zu kommen. Aber wir werden es sehen. Genau. Ist ja nicht so, dass man da einfach nur runterfällt. Nein, die haben auch noch Spitzen eingebaut. Und jetzt wollte ich das Ding da, die Planke da, glaube ich, drauflegen, damit das ein bisschen abgesichert ist. Nach unten hin. Und eigentlich wollte ich, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr. Ich glaube, ich wollte das, dicht kriegen, ne? Hm. Ja, super. Oh. Ja, das sind dann so kleine Abschnitte, die dann ein bisschen frustrierend sind. Aber das gehört mit dazu. Weil dieses Timing hinzukriegen und dann auch genau in die ollen Spitzen da reinzufliegen, das ist schon... Gekonnt es nicht können, würde ich sagen. So. Was versucht sie jetzt? Das ist aber auch fies, wenn ich mir jetzt noch diesen Rhythmus angucke. Ich glaube, ich habe es nachher anders als wieder mal anders, als es gedacht gewesen ist, gelöst. Aber ich denke mir mal, dazu lädt das Spiel ja schließlich auch ein. Ne? Wenn man nicht die vorgegebene Lösung macht und trotzdem eine Lösung findet, ist es auch eine Lösung, sozusagen. Und ich genieße gerade irgendwie die Grafik, weil jetzt kann ich mir das noch besser angucken, wenn ich mir selber dabei zuschaue. Wobei es mir dann auch so geht. Ne? Also man, wenn man das selber spielt, dann übersieht man so viele Sachen. Ja, sie will tricksen. Sie will versuchen, so da hochzukommen. Und da gehen ihr schon die Ideen aus. Das ist auch gar nicht so einfach. Aber es ist auch, ich will ja auch vorankommen mit dem Spiel und das auch zu Ende kriegen.
gab ja nun in letzter Zeit genügend Unterbrechungen. Darksiders 2 hängt so wahnsinnig hinterher und auch Trine hatte Lücken und das hatte aber nun mal so persönliche Gründe. Das wird sich aber demnächst wieder ein bisschen ändern. Hoffe ich zumindest ganz stark. Aber ich glaube, es kam trotzdem jeden Tag ein Video raus. Das war wohl nichts, ne?